Das ist aber grau hier, ne? Na, egal. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und Schafe sind auf jeden Fall nicht nagelfest. Wie wir ja schon in zahlreichen Selbstversuchen hier auf der Insel gemacht haben. Und da oben entsteht unsere erste Hütte. Sieht doch gar nicht mal so unschnuckelig aus eigentlich. Und da können wir uns ein bisschen Kohle holen. Das ist doch schon mal super. Dann können wir wieder Glas machen. Oder whatever. Und Eisen können wir hier auch gleich rausruppen. Dann haben wir auch gleich unser erstes Eisen. Ach, das können wir nicht rausruppen, weil wir dazu nämlich eine Steinspitzhacke brauchen. Und die können wir uns aber gleich herstellen, indem wir hier einfach ein bisschen Stein abbauen. Und das können wir natürlich auch gleich mal in Richtung nach oben machen. Dann können wir nämlich unserem Häuschen noch einen kleinen Glasboden oder sowas spendieren. Ja, und die Zombies warten ja auch schon ganz begierig auf unser Eintreffen. So, mach ich mal hier. So, im Hintergrund dudelt wieder Lands of Lore. Diesmal ist es Guardians of Destiny. Ich weiß gar nicht, ob es der zweite oder dritte Teil war. Ich habe fast das Gefühl, es war der dritte Teil. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir bauen uns erstmal Kohle ab, damit ich ganz viel Kohle hab. Ich freue mich so auf Kohle. Auf Kohle freue ich mich. Ja, auf Kohle, Kohle, Kohle. Ja, auf Kohle freue ich mich. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Ich bin ein Choleriker. Nacktes Pornoschaf ist ja ekelhaft. Ach so, ach, Eisen kann ich ja noch gar nicht abbauen, verdammt. Mich würde trotzdem mal interessieren, wo die Zombies sind. Nur mal so aus Jux und Dallerei. Und da wir eh noch Steine brauchen, kann ich ja hier genauso gut reingraben. So. Und dann kann man hier später vielleicht eine kleine Piratenhöhle erschließen. Ich weiß noch nicht genau. Je nachdem, wo sich die Zombies hier gleich befinden. Ich grab hier einfach mal in die... Ne. Das ist ja nicht wahr. Ich fall vom Glauben ab. Wir haben direkt unser erstes Dungeon gefunden und somit unseren ersten Spawner. Ha! Ist ja unglaublich. Wir haben direkt über einem Dungeon unsere Wohnstätte errichtet. Ich kack ab, Leute. Ich kacke förmlich ab. Also jetzt richtig, ich habe ja gerade voll die Wurst auf den Bürostuhl gelegt, weil wir haben doch das Haus jetzt da oben. Da können wir einen schönen Glasboden reinzimmern und sind dann sozusagen direkt live und in Farbe über dem Zombie-Spawner. Also so viel Glück darf man doch gar nicht haben. Jetzt muss doch die Polizei kommen und mich festnehmen wegen illegaler Glückshaberei. Das ist doch unglaublich. Komm, ich steck dir eine Fackel in Po vor Freude. Hui! Na, jetzt. Ja, gefällt dir, ne? Kommst du später nochmal. Können wir weitermachen. So, jetzt aber erstmal hier wieder zurück zu unserer Bude. Zu unserem Bütchen sozusagen. Unsere Budi. Hahaha. Und da können wir jetzt auch brav... Ich gebe da erstmal nur eins weiter rein, weil mit der Kohle müssen wir noch ein bisschen geizig sein. Ist das geil, dass wir hier direkt einen Spawner unterm Arsch haben. Freunde, das gibt's doch gar nicht. So, vor lauter Freude werde ich mir hier gleich erstmal ein schönes Laminatbötchen reinzimmern. Und vielleicht... Oder? Ich weiß es noch nicht so recht. Ich habe gerade überlegt, ob ich nicht ein tiefer gehe, aber ich glaube, das mache ich nicht. Ich werde hier ganz regulär oben bleiben. On top sozusagen. Und dann werde ich hier mal... So, hier direkt schon mal zubauen. Da natürlich auch und da natürlich auch und da natürlich auch und hier sowieso. Und das gleiche gilt natürlich auch für dort. So, hier weiß ich es noch nicht, weil ich einen Glasboden reinmachen will. Ach, weißt du? Gut, das Holz ist gleich weg, das, damit muss ich leben. Ich könnte es mir wiederholen, aber dafür bin ich gerade viel zu faul. Na, jetzt. Ach, egal. Du kommst weg. Und du kommst weg, dann lege ich vielleicht doch mal zwei Kohle nach. Lege ich noch mal ein bisschen Kohle nach. Mann, wie verschwenderisch wir hier werden mit der Kohle. Als hätten wir geerbt. So viel Kohle hauen wir hier auf den Kopf. So, jetzt bloß nicht da runterfallen und dafür aber...
Ach, warte, da kann ich... Ach, Mensch, da hätte ich es drin lassen können. Egal. Und hier, zack, kommt jetzt Glas rein. Und hier kommt jetzt auch Glas rein. Da kommt jetzt überall Glas rein. Hier ist natürlich ein bisschen doof. Ich guck mal ganz kurz, ob ich mit der Schaufel da zufällig nach ganz unten komme. Ne, das muss ich weiter von unten machen. Und hier wahrscheinlich genau das gleiche. Hauptsache, da machen wir schön Glas rein und schon sieht es nach was aus. So, dich nehme ich nochmal mit, du kleines Bett. Und dann hier weg. So, und mache ich mir jetzt die ganze Front aus Glas oder... Warte mal, wir haben hier 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann wäre hier nur... Nee, das wäre ein bisschen wenig. Dann würde ich vielleicht eher so machen. Ich mache das nochmal anders. Ich werde hier mal weghauen. So, und dann werde ich einfach vor den Fenstern immer eine Zweierriege Glas machen, von dem ich gerade gar keins habe. Oh, noch eine Kohle. Uiuiuiuiuiui. Wir leben auf richtig großem Fuß. Schuhgröße 57. Und jetzt will ich nochmal gucken, ohne runterzufallen. Hier können wir die Erde wegmachen. Und dann machen wir dafür lieber zack, 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 zack Glas hin. Und dafür machen wir es hier aber wieder weg, oder? Ja, ich will nicht zu viel Glas haben. Ich glaube, ich mache das hier auch weg. Weil das wird mir sonst ein bisschen too much hier einfach. So. Sieht dann ja auch nicht mehr schön aus, wenn man es nur aus Glas macht. Hä, wo ist denn mein Holz? Da ist mein Holz. Holz, komm zu mir. Ich brauche dich. Ich brauche dich so sehr. Oh, du kleines Holz. Was wäre ich ohne dich? Ohne Hütte. Ohne Behausung. Ohne Sicherheit in einer kalten Welt. Oh, Holz, ich bin dir so dankbar. Du wärmst mich im Winter. Und im Sommer hältst du mich frisch. So, dann lasse ich das mal so. Und hier würde ich sagen, ja, hier ist natürlich ein bisschen scheiße mit dem Runtergucken. Da kann ich zwar auch Glasboden machen. Ach, weißt du was? Ich mache da einfach Glasboden. Vielleicht rupp ich... Ja, den Rest nachher einfach raus. Mensch, wir fangen ja hier richtig gut an. Einfach so verschwenderisch schön das Glas hinzuklatschen. Ja, schön übrigens, dass es jetzt total unsymmetrisch ist, weil ich wieder Scheiße gebaut habe. Ach Mann, ey, ich bin so ein alter Knicker-Hans. Das gibt's ja gar nicht. Mist, Mist, Mist. Da muss ich das hier leider doch nochmal rausreißen. Naja, wenn man viel erzählt, ist man halt viel verpeilt. Das ist einfach normal, das bleibt leider nicht aus. Kann ich denn hier wenigstens was rausruppen jetzt? Jawohl. Und ich muss mich ein bisschen beeilen, verdammt. So, ist jetzt nicht schön, aber ich baue hier einfach mal das Bett hin. So. Sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus. Ich glaube, das werde ich später wieder anders machen. Auch das mit den Fenstern nach unten, das gefällt mir noch nicht so richtig. Aber jetzt erstmal schön was wegknacken und dann frühmorgens wieder aufstehen. Ah, Montagmorgen. Schichtbeginn. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir in diese Dungeon rein? Ach, da hinten brennt jemand. Wie kommen wir in das Dungeon rein und, werden wir dort auch... Ach, Mensch. Spinni! Spinni! Hey, Spinni! Spinni, Spinni! Spinni! Spinni? Mistvieh! Spinni! Spinni? 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 Ignorante Fettarschspinne. Kann ich eigentlich eine Spinne ins Wasser schieben? Nein! Okay, das funktioniert nicht. Nein, ich habe doch nur ein Holzschwert. Ich will das doch gar nicht. Haha! Hau doch ab! Spinni? Spinni? Hilfe! Spinni! Spinni? Übrigens. Zack. Und zack.
So, mal ein bisschen Tageslicht auch reinlassen. BZW, da könnte ich mir ein schönes Sonnendeck schnitzen eigentlich. Dann mache ich das. Ich glaube, das mache ich mal. Ist jetzt gleich unsymmetrisch, weil es noch ein bisschen Glas fehlt. Aber das mache ich auf die andere Seite auch. Dann wird es hier tagsüber auch richtig schön hell drin. Ist doch auch was Schönes. Spinni! 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 Nee, ich mach da kein Loch rein, das wäre mir zu gefährlich. Spinni! 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 So, und da haben wir die erste Seite, das heißt, wir können uns eventuell bald ein Engelchen machen. Also eine Angel, nicht ein Engelchen, ne? Also eine Angelchen, sozusagen. Angel, Engelke können wir uns machen und dann geht das schon. Und da nehmen wir nochmal die Kuh mit. Den Kuhmist, wollte ich gerade sagen. Ja, genau, Emma. Du bist es. Ich werde meinen Leib in deine tote Hülle schmeißen. So, vielen Dank. Und dann kann ich mir bald auch eine Lederrüstung machen. Das ist doch schon mal allerliebst. Und was haben wir denn hier? Ein graues Schaf. Ne, das lasse ich mal graues Schaf sein. Ich habe leider gerade kein Bone Meal dabei. Aber ein weißes Schaf. Ich weiß gar nicht, warum ich die Wolle noch sammle. Wir haben doch gar kein Wolkenpalazzo mehr. Aber aus irgendeinem Grund sind hier ganz viele weiße Schafe und ich muss sie holen. Und ein Ei. Oh, die weißen Schafe. Sie jauchzen umher und präsentieren mir ihre weiße Pracht. Und mit dem Rasierapparat schere ich sie herunter, um sie später einem guten Zweck zuzuführen, nämlich mir. Und hier hole ich mir auch direkt nochmal mit der letzten Axt, hole ich mir hier nochmal mitten was von der Birke. So. Dip. Und dann da nochmal. Und was reimt sich auf Birke? Ist doch ganz klar, Türke. Und in diesem Sinne muss ich natürlich auch Birken mitnehmen. Für die Völkerverständigung. Das Multikulturelle. Ach scheiße, das ist eine Riesenbirke. So, und jetzt haben wir ganz viel Birkenpracht. Ach, das war gar keine Birke mehr. Die Birke wuchs nur noch rein. Aber Birke haben wir trotzdem. Das ist doch super. Da freue ich mich. Ich freue mich. Und was ist... Ach, das ist ein Schwein. Und noch ein Schaf. Ja, jupp, Heidi. Das gibt's doch gar nicht. So. Was steht denn eigentlich auf der Agenda noch? Was wollen wir denn überhaupt machen? Ich habe gar keine Ahnung, wieso wir hier eigentlich spielen, was jetzt, was wir uns diesmal vornehmen wollen. Außer der Kuh ein zweites Arschloch zu schlagen, habe ich echt noch keine Ahnung. Was ist das denn hier? Gar nichts. Ja, eine Hütte haben wir und dann ist das Let's Play eigentlich schon zu Ende. Naja, nicht wirklich. Ich glaube, ich mache das dann doch lieber hier mit der Reihe. Ach, jetzt habe ich ja die Axt nicht mehr, die ist ja kaputt. Egal, dann mache ich gleich mal ein Päuschen. Oder mache ich ein Päuschen oder mache ich mir lieber vorher noch eine Axt? Ich mache mir vorher nochmal schnell eine Axt. Huch. Zack, zack, zack. Und schon haben wir wieder eine neue Axt. Und mit der gehen wir ja frisch ans Werk, auch wenn wir wahrscheinlich das Holz nicht kriegen werden. Ach, scheiße, ich hätte es ja auch behalten können. Also da drin behalten können. Ja, ich glaube, ich werde es... Ach, verdammt. Egal, ist halt ein Block weg. Was soll's, da behalten wir mal Holz drin, da auch. Und hier würde ich sagen, da machen wir es weg. Da machen wir es auch weg, zack, zack. Und so kann man das dann eigentlich lassen. Hier könnte man... Ach, naja, ist auch egal, dann lassen wir es hier auch. Wir können ja später vielleicht noch weiter nach draußen bauen, so in die Richtung hier. Dann können wir mehr da unten sehen, auch mit Glasboden und Tralali und Tralala. Und vielleicht können wir das Bett nochmal anders positionieren, weil mir das noch nicht wirklich gefällt. Die Kisten können wir theoretisch nicht... Nee, können wir nicht in die Wand bauen. Schade. Das würde nur gehen, wenn wir hier Treppen bauen würden. Da oben drauf, dann könnte man die da oben rein. Über die Fenster... Nee, da nicht, aber da über die Fenster machen. Würde aber auch scheiße aussehen.
Naja, jetzt ist erstmal die Frage, was wollen wir mit dieser Welt überhaupt anfangen? Was wollen wir uns bauen? Ich habe noch gar keine Ahnung. Ehrlich gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, ich bin da ganz offen. Momentan bin ich noch so ein bisschen ratlos. Was ich mir jetzt mal baue, ist nur ganz schnell ein bisschen Arschleder von der Kuh. Und dann pausiere ich auch erstmal die Aufnahme. So. Und der Wasserkuh ist tot.